Hallo Hähnchen, hier ist wieder Rico auf dem Quad4Nation Channel. Heute mit dem versprochenen Scout-Übersichtsvideo. Kleine Vorwarnung, ich habe das Spiel gut ein Jahr lang nicht mehr gespielt und erst vor 3 Tagen wieder wirklich damit angefangen. Folglich ist das Gameplay grottig, gerade was meine Zielgenauigkeit anbelangt. Da wir das nun aus dem Weg haben, fangen wir also an. Der Scout ist die erste Klasse der 3 offensiven Klassen. Er ist ein schnell herumlaufendes Federgewicht mit einer Scattergun, einer recht schnell schießenden Schrotflinte. Er ist mit Abstand die schnellste Klasse in Team Fortress 2 und teilt sich mit dem Spy und dem Sniper eine schmächtige HP-Zahl von 125 und ist somit zusammen mit diesen beiden auf dem letzten Platz, was Aushaltevermögen angeht. Das braucht er aber auch gar nicht, denn sein Potenzial kommt durch seine Schnelligkeit ans Licht. Hier einmal das Standard-Loadout des Scout. Eine Scattergun mit 6 Schuss, eine Pistole mit 12 Schuss und ein Baseballschläger, auf den ich später eingehen werde. Zu seinen Waffen. Seine Standard-Scattergun macht mächtig Schaden aus der Nähe und ist sein Brötchen mit Butter, die Grundlage also. Diese nutzt man eigentlich immer und versucht sie auch immer voll beladen zu halten. Die Sekundärwaffe ist nämlich meistens keine Pistole, das erkläre ich aber gleich. Alternativen für die Primärwaffe der normalen Scattergun sind zum Beispiel die Force of Nature, welche nur 2 Schuss hat, dafür aber mehr Schrot nutzt und somit ein höheres Schadenspotenzial hat. Durch die heftige Schusskraft der Waffe stößt man außerdem Gegner hinfort oder auch sich selbst, was man nutzen kann, um noch höher und weiter zu springen. Die Standard-Sekundärwaffe des Scout ist wie zuvor erwähnt die Pistole und findet eigentlich recht wenig Nutzen und wird eigentlich immer mit einer anderen ausgetauscht. Dabei hat man verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel die Mad Milk, welche die Gegner mit, naja, Milch betropft. Fügt man selbst oder ein Teammitglied einem vollgemilchten Spieler Schaden zu, heilt sich dieser um die Hälfte des Schadens, den der Mitspieler oder halt man selbst ausgeteilt hat. Sie kann außerdem auch brennende Teammates löschen, falls diese ein wenig Feuer gefangen haben. Bei den Nahkampfwaffen gibt es auch viel Auswahl und sehr viel Variation. Möchte man sehr aggressiv spielen und vertraut seinen Fähigkeiten, weicht man vom Standardknüppel ab und greift zum Sandman, welcher einem selbst 15 Maximal HP raubt, aber dafür einen Ball gibt, den man einem Gegner an den Kopf schlagen kann. Trifft man diesen, wird er betäubt, wodurch er nur langsam durch die Gegend laufen und nicht mehr schießen kann. Zum Spielstil. Hauptaugenmerk beim Scout ist und bleibt die Primärwaffe gepaart mit seiner Agilität. Er beherrscht nämlich sehr, sehr wichtige passive Fähigkeiten. Um genau zu sein, 2 Stück. Zunächst einmal kann er als einzige Klasse im Spiel 2-mal springen. Bei diesem Doppelsprung kann er nach dem ersten Hüpfer die Richtung des zweiten beliebig verändern. Somit kommt man an Orte, an die sonst kaum eine Klasse herankommt. Im Kampf kann man den Gegner zusammen mit der ohnehin absurden Schnelligkeit schnell mal aus dem Konzept bringen und den Schüssen des Widersachers geschickt ausweichen. Das ist auch notwendig bei einer so geringen HP-Zahl, da der Scout häufig hinter feindlichen Reihen steht im Vergleich zum Sniper oder allein mehrere Gegner ablenkt, was auch seine Hauptrolle ist. Einzelne Gegner eliminieren, welche ihm in einem Duell gegenüberstehen und in großen Schlachten von der Flanke attackieren und in den Kampf ein- und ausgehen, ohne dabei die volle Aufmerksamkeit des Teams auf sich zu ziehen. Man kann jedoch auch genau das Gegenteil tun und mehrere Gegner dazu bringen, einem zu folgen. Sehr praktisch, da man dadurch einen zahlmäßigen Vorteil erlangt, durch den das Team zum Ziel gelangt. Generell aber ist der Scout auf Hit-and-Run-Taktik ausgelegt. Die zweite zuvor erwähnte wichtige Fähigkeit des Scout ist, dass er ein Objective-Spezialist ist. Falls sich jemand jetzt fragt, was zur Hölle das sein soll, dann erkläre ich dies einmal. Nimmt man zum Beispiel gerade einen Punkt auf einer CP-Map ein, erhöht die Anzahl der Mitspieler die Geschwindigkeit, mit der man diesen einnimmt, und zwar jeweils um das Doppelte. Ein Scout jedoch zählt für 2 Mitspieler, was heißt, dass er sehr schnell Punkte einnehmen kann oder auch das Payload pushen kann. Der schnellste ist er so oder so, folglich hat er noch den Vorteil, der schnellste Flaggenträger zu sein. Insgesamt ist der Scout also extrem gut, um gewisse Objectives auszuführen, wenn er halt nicht gerade die Gegner von der Flanke angreift. Ein guter Scout weiß, wann er vom Objective abweicht und versucht Gegner zu töten und wann er einfach beim Objective bleibt. Dieses Video umfasst logischerweise längst nicht alles, was den Scout angeht, ich möchte ja auch nicht alles vorwegnehmen. Ich persönlich spiele ziemlich gerne Scout und finde, die Klasse ist in einem perfekten Spot momentan. Nicht zu stark, nicht zu schwach, benötigt einiges an Erfahrung, um effektiv zu sein, easy to learn, hard to master und hat eine ganz klare Rolle. Gut. Nach diesen ganzen vielen Aneinanderreihungen von Wörtern, folgt folgend der Soldier. Bis zum nächsten Video. Winke, winke.